Mit der Euphorie vom Last-Minute-Sieg gegen Carl Zeiss Jena reiste Chemie Leipzig nach Auerbach und das mal wieder mit tatkräftiger Unterstützung, auch wenn die Choreo im Vergleich zum Wochenende, naja, man kann sagen, abgespeckter ausfiel. Der Tabellenvorletzte, Auerbach in Gelb, kam besser rein ins Spiel Guslajews und dann stand Vrakos. Goldrichtig, der Grieche, mal wieder mit seinem Pistolero-Jubel schon das 8. Saisontor für Michael Vrakos. Jepel taucht unten durch die Flanke, punktgenau. Die Führung für das Team von Sven Köhler. Der VfB Auerbach, 3 Spiele ohne Sieg, aber wenn, dann klappt es ja zu Hause. Alle 5 Saisonsiege gab es für den VfB vor heimischem Publikum. Chemie wurde in der Folge besser. Dennis Mast mit dem schwächeren Rechten drüber. Die Chemiefans mit einem klaren Wunsch an ihr Team. Chemie schießt für uns das Tor und Chemie kam in der zweiten Halbzeit. 3 Minuten nach Wiederbeginn, Dennis Jepel, Ausgleich. Der gefeierte Held aus dem Jena-Spiel, in der 95. Minute traf er da zum Sieg. Jetzt sein 6. Saisontor. Zu einfach das Gegentor für Auerbach aus dem Einwurf. Jepel völlig frei. Der Stadionsprecher stellte gerade Jepel als Torschützen vom 1:1 durch. Da hatte Chemie schon die nächste Chance durch Mauer. Aber Schmidt verhindert den Rückstand für Auerbach. 72. Minute. Wenig Entlastung jetzt für den VfB. Und dann Stiller mit dem Kontakt gegen Kirchstein. Es gab den 11 Meter und die hier drückten auf. Gefällt mir. Dennis Jepel mit der Chance zur Führung für Chemie gegen Schmidt. Gegen Jena vom Punkt getroffen. Hier erneut, auch wenn eine Menge Dusel mit dabei war. Schmidt riecht die Ecke, ist auch dran, kann den Doppelpack von Jepel aber nicht verhindern. 10 Minuten noch zu spielen. Es drohte die 2. Niederlage in Serie für den VfB Auerbach. Marc-Philipp Zimmermann, der beste Torschütze mit 11 Saisontreffern beim VfB, bellort stark. Praktisch im Gegenzug sahen die Mitgereisten aus Leipzig-Leutsch diesen Angriff über die linke Seite. Zurek mit der Hereingabe, Kirchstein mit dem 3:1, die Entscheidung. Florian Kirchstein kam zur Pause, hat den Elfmeter zum 2:1 rausgeholt, das 3:1 selbst gemacht. Und Chemie hatte sogar noch die Chance auf das 4. Tor. Jepel scheitert an Schmidt, danach war Schluss. Der VfB Auerbach verliert 1:3 gegen Chemie Leipzig. Die Luft für die Vogtländer im Abstiegskampf wird langsam dünner und Chemie Leipzig im sicheren Tabellenmittelfeld. Die Grün-Weißen seit 4 Spielen ungeschlagen mit dem 2. Sieg in Folge.